sind wir ja wieder. Ich habe die Zeit genutzt und den Chat gelesen, wo ganz viele über Werbung reden und so. Und also manche haben es schon so ziemlich richtig beschrieben. Twitch hat einfach so ein bestimmtes Kontingent an Werbung und das wird pro User teilweise vergeben. Das heißt, ihr guckt, simpel gesagt, am Anfang des Monats, kriegt die ganze Zeit Werbung und dann guckt ihr irgendwann, es ist keine Werbung mehr für euch da. Super schade, ja. Aber da in dem Zusammenhang kam auch der Adblocker. Ich glaube, wir haben es schon tausendmal gesagt, aber wir sagen es gar nicht mehr so oft, wie wir es vielleicht machen sollen. Wobei wir haben diesen Adblock-Tötet-bei-uns-Spot, ne? Ja, also ihr helft uns schon sehr, wenn ihr einen Adblocker ausmacht. Wir zwingen natürlich niemanden, macht was ihr meint, was richtig ist, aber ich finde richtig ist, den Adblocker auszumachen, wenn man Sachen toll findet. Und kauft über unsere Affiliate-Links und macht alles, damit wir super weit reich werden, alles. So, weiter geht's. Mal gucken, ob ich mir so lange merken konnte, hä? Ich habe noch eine ganze Menge pfiffige Tipps. Hol dir doch einfach Papier und schreib's auf. Ich stehe einfach mittendrin auf und geh weg. So, der war richtig. Dann Schwopperinio, wir mal den hier. Der war auch richtig. Ich kann gar nichts erkennen darin. Jetzt sag ich das. Zack, ist der Eimel auch richtig. Shit, war das hier, wo der Tisch stand? Jupp. Auch Correctinho. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ich glaube, den habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Nee, der war's. Oder? Ja! Was soll denn der Scheiß? Das muss doch der sein, oder nicht? Sekunde mal, da falle ich jetzt nicht drauf rein. Ich dachte, man kann von hier auch an die Tür ran. Collection. Kann ich ja mal entwerfen, mich als mal Designer versuchen. Nehmen wir ja auch eine Koop. Ja, das war das. Und nu? Jetzt wird doch alles aufgedröhnt, röselt. Ui. Nun sitze ich hier natürlich fest im gruseligen Kerzenzimmer. Guck mich erst um, bevor ich hier irgendwas angrabbel. Das ist so viel zu lesen. A magician once lived inside an old house and made potions that let him see the future. People from the village came to the magician's house and demanded he share his potions with them. We want to see the future too, they told him. But the magician said no. The people from the village grew angry and burned the magician's house. But the magician knew this would happen. He had already cast a spell on his potion room. The house burned, but the room did not. The people from the valley waited, but the magician never came out. Raffiniert, der Typ. Was ist das hier? Ein endloser Flur. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving. Ja, ich habe meine Erzählerstimme mal versucht. They're freaking everyone out.
Oh. Noch eine Letter. Gleich zwei. Was ist Nudeln schon wieder? Blaze reveals Moonshine Operation by Daniel Josephson. Bayfield County. Ashland Township volunteer firefighters discovered an apparent moonshine still while battling a blaze in the woods. Moonshine still, so heißt das, while battling a blaze in the woods of Old Ogden Road. According to the authorities, the still comprised a propane stove and 4-gallon stainless steel pot, which was used to hold the whiskey mash. Based on the size of the still, Bayfield County Sheriff Hank Schaefel believes it may be part of a small operation, though he admitted there could be other stills in the county. Officers on the scene recovered a 1/2 gallon of apple pie moonshine and 1 gallon of unflavored moonshine. Apple cider and cinnamon sticks were found adjacent to the still. The police have been unable to determine who owns the still. War noch eine Seite. Was stand da drauf? Können wir uns angucken? Nee. Oh, hier schon wieder so viel. Oh, das scheint das gleiche zu sein, oder was? Nehmen wir mal. Ja. So. Ja, Artikel lesen war nicht so schön wie Geschichten lesen. Das hat mehr Spaß gemacht. Im Schrank versteckt. Raffiniertes Arsch, du. Also in dem Stockwerk sind wir. Was ist denn das da? Dann wollen wir wieder raus. Ups, hier geht's gar nicht raus. Wo geht's denn raus da? Ja, leider kann ich die Stimme bestimmt nie wieder nochmal genauso machen. Ich bin ja nicht immer heiser. So. War das jetzt das Erfolgserlebnis, das ich hier haben sollte? Oder muss ich es noch weiter versuchen? Da unten kann ich doch schon auch irgendwie hin. Ja, das will ich mir angucken. Oh, da kommt jemand. Ist da Tee in der Schüssel? Oh, danke. Da freuen sich die Zuschauer, wenn ich so ein bisschen reinschmatze. Ins Tonaufnahmegerät. Zu der Butze da unten. Hier finde ich erstmal nichts. Könnte ich hier irgendwo noch in den Wald einstapfen? An dem Haus waren wir jetzt auch schon, ne? Das ist ja das gleiche Haus. Haben wir das schon angeguckt? Was war nochmal drauf? Ah ja. Was ist denn dann hier in dem versteckten Raum? Wo war der noch gleich? Ach nee, das war Quatsch. Der war ja. Das sah ja dann wieder so aus wie vorher. Das war ja so, dass ich hier rein und wieder rausgegangen bin. Ich erzähle einen Quatsch. Fällt einem nichts mehr zu ein. Oh, das war schön hier mit dem Licht. Ein
Manchmal möchte man hier einfach nur stehen bleiben und sich umschauen, ne? Der ist ja gar nicht so gern Nougat-Bits. Aber das wollte ich dem Öffis nicht sagen. Das war so nett, dass er die gebracht hat. Deswegen esse ich die jetzt einfach. Ich esse Nougat-Bits. So, wieder gute Tipps, wo ich ins Nirgendwo rennen soll oder auf dem Weg folgen. Was ist da? Ist das eine Höhle? Nee. Das ist atmosphärisch echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Das ist so ein Spiel, wo die gute Grafik echt einen großen Einfluss auf das Spielerlebnis hat. Ist da hinten was? Ui! People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. And I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Do you love for yourself? Or for others? Is cheating truly unfair to others? Do you admire thieves for their bravery or their greed? Does death bring peace or suffering? Oh. Hmm. Schon sehr gut. Would you prefer anonymity over notoriety? Hey. Does sin come from the heart or the mind? Ui. Also Zeit, dass wir lesen, was? A beautiful woman sat by a river. A witch approached and told the woman she was to have a child. The woman began to cry with joy, but the joy turned to fear, and she could not stop crying. Fear turned to sadness. The woman continued to cry. She cried for months, hardly sleeping, until the child was born. But the crying had aged. But the crying had aged the woman, and she was no longer beautiful. When he was old enough, her son climbed the mountain to find the home of the witch. He asked her if she could make his mother beautiful again. The witch asked the boy many questions. After hearing the answers, the witch told the boy she had lied to the mother about her child. The boy disappeared, and the weather was beautiful again. So. Die Seite können wir nicht sehen, ne? Okay, hat jemand nochmal angefangen. Das war ja auch wichtig, ne? Dass jemand sich hier so oft verschreibt und so. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Eine Nachricht? Ethan, honey, I'm sorry I yelled at you. I want you to keep this note and read it every time you lose. I lose my temper. I don't mean it. Oh, meine Augen. And no, I got a snake's tongue. You're my little guy, my precious bean. You just gotta pull your heart out of them clouds, okay?
Your head, sorry. Ja, ich sollte vielleicht aufhören, die auf Englisch vorzulesen. Ich kann wirklich nicht mehr so gut lesen gerade. Okay, und das ist jetzt die Hütte von der Witch, die hier voll gemein zu allen ist. Wo war ich denn jetzt eben? Wo kam ich denn her? Schon fies, diese Hexe hat mich total in die Irre geführt. Also ich glaube ja, dass da... das Haus war. Irgendwo. Da. Okay, das heißt, die Hütte war da. Hier war dann der Weg. Ui. Sieht ein bisschen aus wie so eine russische Kirche, ne? Oder so eine typische... Ne, wobei... So eine typische Holzkirche. Ui. Kann ich nicht mal wieder einen Mordfall aufdecken? Ich muss mal kurz meine Nase zuppeln, es tut so weh. Uiuiui. Oh, ich bin ins Grab gelaufen. Das gehört sich nun wirklich nicht. Ist es auf dem Laptop heller? Könnt ihr überhaupt noch irgendwas sehen? Ah. Da weiß ich doch schon, dass da die Krähe war. Ich sehe halt gar nichts mehr. Hier geht es über lang. Die Flüssigkeitsbahn hört es auf. Guck mich jetzt nochmal weiter um. So, jetzt glaube ich sogar wieder zu. Tote Krähen. Okay, hier wurden mir da was aufgeschnitten, die toten Krähen. Thank you.
ich da nichts? Jetzt. Dreht sich aber nur im Kreis. Nochmal da unten gucken, ob da nicht irgendwas ist. Ich kann da leider überhaupt nichts sehen. Das ist ja echt viel zu dunkel. Ich muss mal das hier nicht heller machen. Okay, sorry, ich muss mal einmal heller machen, sonst ist das wirklich für mich ein bisschen witzlos, hier zu spielen. Na, das ist ja gleich viel, viel heller geworden. Toll. Also hier ist doch was gewesen. Ich hatte ja ein bisschen den Verdacht, dass da einer ist. Ich glaube, ich muss erstmal das Licht ankriegen. Zeigt er hier hin. Also hier. Was macht das? Ich guck nochmal. Okay, ich weiß, es nervt jetzt vielleicht manche, aber ich guck mir jetzt das einfach nochmal an. Ich guck die ganze Zeit hier unten, deswegen schlafe ich wahrscheinlich bald ein. Okay, wenn ich da runterkomme, die Position, von der aus ich das sehe, ist hier. Nervig, ich muss wieder. Also ich sehe da immer noch gar nichts. Tut mir leid, ich meine es noch heller. So macht das doch keinen Spaß. So. Tut sich da was? Da ändert sich doch auch gar nichts. Hat er es jetzt überhaupt angenommen, die Änderung? Ja, Naja, da müssen wir halt so weitermachen. Also er guckt auf jeden Fall ungefähr von hier, was passiert denn? Ich muss noch mal oben gucken. Jetzt kann ich halten. Okay, da liegt was. Darauf erstmal zwei Nougat-Bits. Geht das so noch oder blendet das sehr doll? Thank you.
das jetzt? Hier war die Statue, also muss irgendwo hier sein. Da. Was? Nochmal in die Werbung? Na gut. Dann laufe ich nochmal kurz ein paar Meter zurück. Und jetzt machen wir Pause und dann gehen wir in die Werbung. Okay, es ist wirklich extrem hell. Das mache ich nochmal eben kleiner. Und dann gehen wir in die Werbung. Warte. Wir machen das zusammen wieder schön. Hier war es irgendwo, ne? Mal so. 60 ist wenigstens ein bisschen besser. Ich glaube, das ist noch okay, ne? Ja. Sorry. So, jetzt bestimmt besser. Sagen alle, oh, das ist so viel besser. Oh, alles klar. Dann gehen wir kurz in die Werbung und dann bis gleich. Viel Spaß.